Hallo ihr Lieben, endlich geht es weiter bei Tell Me Why. Mit dabei ist? Kann ich ja. Genau. So, naja, und natürlich auch der Loris, ne? Ja. Ist ja unser Running Gag hier. Wir sind ja hier stehen geblieben auf dem Dachboden und hatten ja einiges gelöst und wollten jetzt, glaube ich, die Kiste aufmachen. Jetzt hatten wir ja gerade nochmal gesehen, hier sind ja Buchstaben, also ein L, ein O und ein E. Und hier ist eine Kiste mit drei Buchstaben. Ah, da sind auch die Farben. Moment, jetzt rot ist L und gelb ist O. Gut. Alright, should be easy enough. Ah, wenn ich, ja, du kannst dich, glaube ich, umgucken und ja, drehen. Jetzt, okay. Also rot, hatte ich gerade gesagt, ist L, ne? Mhm. Habe ich das gerade gesagt? Ja. Ja. Dann hatten wir orange, das war E, weil gelb war ja... E. Entschuldige. Das ist sowas Einfaches irgendwie. Leo? Yes. Ist das vielleicht das... Der Name ihres Kindes, welches sie verloren hat, die Mutter, das hatten wir ja auch beim letzten Mal rausgefunden, diese traurige Geschichte, wo man jetzt einfach auch viel mehr versteht. Wow. Did it just get darker in here? Ollie, she noticed. Meine beiden Lieben. Okay. Allison und Ollie. Wir schreiben Geschichten, um zu verstehen und verstanden zu werden. Aber welche Geschichte kommt schon ohne ersten Akt aus? Es tut mir leid, dass ich meinen so lange vor euch gehalten hielt. Geheim hielt. Geheim hielt. In Liebe an meine Kobolde. Why does she have a photo of that tree locked in here? Müssen wir uns vielleicht diesen Baum da merken, dass wir da noch irgendwas finden? Das ist ja, wahrscheinlich aus, das Kind. Das Grab, ne? Mhm. Oh. Ist das das Baby? Ja. Leo Ronan. Why didn't she tell us about him? Why didn't she tell us any of this? I mean, it's fucking terrible. That's why. Allie, did we do the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. And there's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. Come on, let's go to the dock. It's time to finish this. Okay, wir haben es geschafft da oben. Ja. Ja. Wir hatten ja eigentlich hier noch Figuren. Moment, wir hatten ja so viele nicht gefunden. Na gut, ich gehe mal mit. Ich dachte, ich kann noch die eine Figur da hinstellen. Sie so. Meinte, was? Man kann auch andere Sachen hier gucken. Die sind zwar nicht... That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah. What did they do to fix it again? Wollen wir die Rätsel auch noch machen oder willst du jetzt zum Abschluss kommen? Also ich würde gerne zum Pier und dann zum Schluss nochmal hier die Rätsel. Ja, das glaube ich geht nicht. Nee? Das müssen okay. wir jetzt machen, oder? Für immer. She fixed the roof shingles. She fixed the planks that were blown off the walls. Vielleicht kriegen wir da noch eine Figur. Ja, wir müssen schon in die Geschichte gucken, sonst wissen okay. wir nicht, was wir machen. Gut. Haus. The Beaver. Fix the house. Das war das doch, oder? Ja. Ja. Willst du lesen? Ja. Die Biberdame repariert das Haus. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebte. Eines Nachts wurde das Haus von einem besonders mächtigen Sturm heimgesucht. Der Wind ließ die Schindeln auf dem Dach und die Bretter an den Wänden klappern. Er rüttelte sogar an den Pfählen, auf denen das Haus errichtet war, sodass die gesamte Struktur ins Wanken geriet.
Die Prinzessin versteckte sich in einem Schrank und fürchtete, das ganze Haus könne einstürzen, während sie schlief. Am nächsten Morgen stand das Haus zwar noch, doch es war schwer beschädigt. Der Sturm hatte die Schindeln vom Dach gepustet und Bretter aus den Wänden gerissen. Er hatte sogar einen der Pfähle verbogen, auf denen das Haus errichtet war. Die ersten beiden Probleme konnte die Prinzessin angehen, doch das letzte bereitete ihr Sorge. »Was soll ich nur tun?« fragte sie die kluge Prinzessin voller Verzweiflung, denn obwohl sie viele Dinge wusste, wusste sie nicht, wie man ein großes Holzhaus repariert. Jetzt merken, dass sie jetzt das Dach oder so repariert hat? Ja, ich glaube schon. Just in diesem Moment kam der alte Bär vorbei, um zu sehen, wie die Prinzessin mit dem Sturm zurechtgekommen war. Als er sie dabei vorfand, die Bretter wieder an die Wände zu nageln, rief er, »Hör auf, Prinzessin, lass mich das für dich tun.« »Ich tue es gern«, sagte die Prinzessin, »aber wenn du mir mal mit dem Dach zur Hand gehen willst, dann nur zu.« Als die beiden die Wände und das Dach wieder hergerichtet hatten, begutachteten sie den verbogenen Pfahl im Fundament. »Ich könnte mein gesamtes Gewicht dagegen stemmen«, sagte der alte Bär. »Ich bin sehr groß.« Mit diesen Worten stellte er sich auf die Hinterbeine, damit die Prinzessin auch wertschätzen konnte, wie groß er war, und warf sich mit seiner gesamten Masse gegen den Pfahl. Es folgten ein dumpfer Aufprall und ein lautes Knirschen, und der Pfahl verrückte tatsächlich doch viel zu weit, sodass es nun in die andere Richtung verbogen war. »Und du?« Die kluge Prinzessin entschied, dass eine größere Präzision gefragt war, und dachte sogleich an die steinalte Biberdame mit ihrem perfekt gepflegten Damm. »Vielleicht kann sie helfen.« Sie machte sich auf die Suche nach der steinalten Biberdame und fand das eifrige Tier dabei vor, wie sie einen vom Sturm beschädigten Teil ihres Damms mit frischem Schlamm nachbesserte. Der Großteil des Damms war jedoch unversehrt, weil die Biberdame sehr geschickt darin war, Dinge zu bauen. Die Prinzessin wusste, dass sie die richtige Ansprechpartnerin sein würde. »Biberdame«, sprach sie, »mein Haus wurde durch den Sturm beschädigt. Könntest du mir dabei helfen, es zu reparieren?« »Ich denke, das könnte ich tun, ja«, sagte die steinalte Biberdame und ließ ihre Arbeit an ihrem eigenen Bau stehen, um der Prinzessin zur Hand zu gehen. Die sehr alte Biberdame begutachtete das große Holzhaus und nickte. »Das wird nicht schwer zu reparieren sein«, sagte sie und machte sich an die Arbeit, den Pfahl mit ein paar gezielten Schlägen ihres Schwanzes zu richten. Als sie fertig war, streichelte die kluge Prinzessin der Biberdame den Kopf. »Vielen Dank, Biberdame«, sagte sie. »Der Wind hat die Schindeln vom Dach gepustet, die Bretter von den Wänden gerissen und sogar den Pfahl verbogen. Dank dir habe ich nun weiterhin ein Heim.« »Das ist doch nicht der Rede wert«, sagte die steinalte Biberdame und machte sich auf, um weiter an ihrem Damm zu arbeiten. Jetzt alles merken, wer was repariert hat? Ja. Okay, aber das kriegen wir hin, ja? Ja. In diesem Winter wurde die steinalte Biberdame krank, schwer krank. Sie konnte weder ihren Bau in Ordnung halten noch Essen suchen. Als die Prinzessin davon erfuhr, beschloss sie sogleich, der Biberdame Mahlzeiten zu bringen. Sie brachte ihr Eintöpfe aus Mais und Bohnen sowie Körbe gefüllt mit Borke und Zweigen von der Lieblingsespe der Biberdame. Eines Tages bemerkte die kluge Prinzessin, dass der Bau der Biberdame zu verfallen begonnen hatte. Sie machte sich sogleich ans Werk, und auch wenn sie bei weitem nicht so talentiert war wie die steinalte Biberdame, so hielt ihre Reparatur den Bau dennoch warm und trocken. »Vielen Dank«, sagte die steinalte Biberdame. »Aber natürlich«, sagte die Prinzessin, »du hast mir geholfen, als der Sturm mein Haus beinahe niedergerissen hätte. Dank dir habe ich noch immer ein Zuhause, und für diesen Gefallen revanchiere ich mich nur allzu gerne.« Die Prinzessin pflegte die steinalte Biberdame auch die nächsten Tage und Wochen, bis sie eines Tages den Damm erreichte und der Wald um sie herum still blieb. Kein Vogel zwitscherte, keine Zweige raschelten, keine kleinen Tiere krochen durch das Unterholz. »Oh«, sagte die Prinzessin und blickte traurig auf den Damm hinaus, denn sie wusste, dass die alte Biberdame gestorben war. »Leb wohl, meine treue Freundin.« Und das war die Geschichte, wie die steinalte Biberdame das große Holzhaus rettete und wie die Prinzessin sich ihr gegenüber als dankbar erwies. Schön. Ja. Okay. Was hat sie hier repariert? Sie hat nicht das Dach repariert. Ja. Or not. Sie hat nicht das repariert? Wait. Denn sie hat eigentlich nur das hier unten repariert, ne? Ja. Dem Pfahl. Da muss ich das alles wieder kaputt machen. Hm. Wait. Dann war hier noch was. Und unten.
Habe ich da auch schon was? Nee, reparieren, siehst du? Und das, ja. She slapped the post with her tail to write it. Das noch repariert? Mhm. Dass du da so aufgepasst hast. Und das war's, oder? Und das Dach, oder? Der Biber? Nee, aber die, aber gemeinsam, oder? War doch mit dem Bären, hä? Moment. Welcher Bär? War das nicht ein Bär? War kein Bär in der Geschichte. Oh Gott. War ja. Ja, das Dach, Schindeln. Bretter von den Wänden, Pfähle verbogen. Na gut, dass du hier so aufgepasst hast. Toll. Ja, jo. She fixed the roof shingles. Und was hat sie jetzt noch repariert? Die Schindeln. Ja. Nee, das daneben. She fixed the planks that were blown off the walls. Ja, das war's doch, oder? Und das Glas? Und jetzt fertig? Das haben wir nicht richtig aufgepasst. Ja, weil ich eigentlich auch ungeduldig bin und lieber gucken will, wie es jetzt da weitergeht. Ja. Aber da ist auch nicht richtig aufgepasst. Der Wind ließ die Schindeln und so weiter. Kam der Bär vorbei, siehst du? Ach so, da war doch ein Bär. Ja. Der alte Bär. So, also hatte ich doch recht. Was hat denn jetzt hier? Sag mal, was hat die denn jetzt hier repariert? Ja, vielleicht noch das eine Ding da und dann den, was da links ist. Kannst du das nochmal ausprobieren? Was passiert, wenn du das da links nochmal anwählst? She turned the power back on. Da war nichts mit Strom anstellen. Dann machen wir da wieder aus. Wait. So, also das hat der Biber nicht repariert. Glas ich, auch nicht. Nee. Dann mach das wieder, achso. Was ist das hier unten eigentlich? Weiß nicht. Or not. Muss man da jetzt irgendwas auslösen, oder? Maybe not. Also, nochmal. Was hat der Biber? Die alte Biberdame. Nur die Biberdame, nicht der Bär. Ja, nur den Pfahl eigentlich, oder? Nur den Pfahl. Also dann probiere ich nochmal den Pfahl. Was habe ich denn jetzt hier noch repariert? Ja, jetzt ist im Moment nur der Pfahl, oder? Dann stimmt das aber doch nicht. Na, das müssen wir wenigstens noch schaffen, Louis. Und das, wenn du alles reparierst, außer den Pfahl? Und dann kommt die Biberdame und repariert die? Das letzte Problem bereitete ihr Sorgen. Mhm. Vielleicht hatte der Biber auch was anderes noch repariert. Ich weiß es nicht genau. Wo steht dann das jetzt hier? Das ist nur mit dem Pfahl. Unterer Absatz. Das wird nicht schwer zu reparieren sein. Machte sich an die Arbeit, den Pfahl mit ein paar gezielten Schlägen ihres Schwanzes zu richten. Als sie fertig war, bla bla bla, ging sie wieder und macht den Damm. Aber warum ist die Scheibe kaputt? Hier stand doch auch gar nichts mit Scheibe kaputt. Ja. Was passiert, wenn du nochmal zurückgehst und wieder reingehst? Vielleicht haben wir was falsch verstanden. The very old beaver's repair list. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah. What did they do to fix it again? They.
Aber hier steht ja extra die Biberliste. Also wir können ja noch mal ganz kurz machen, was die alle repariert haben. Es war auf jeden Fall das Dach, es waren die Schindeln. She fixed the She fixed the planks that, all right. Aha, jetzt haben wir es. Okay. Ja. Damn. That must have been rough on Eddie. Yeah, he doesn't want like to talk about her. Ja, also irgendwas rough für Eddie. Liebe Mary Ann, du hältst dir jedes Mal die Ohren zu, wenn ich diese Unterhaltung mit dir führen möchte, also dachte ich, dass ich mit einem Brief bessere Chancen habe. Ich weiß, dass du keine Abschiede magst, darum halte ich meine melancholischen Ausschweifungen kurz und bündig. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du dich in den letzten Monaten um mich gekümmert hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend es für dich gewesen sein muss, dich um eine kranke alte Frau zu kümmern, wenn du gleichzeitig zwei Kleinkinder zu Hause hast. Ich weiß, du wünschst dir, dass ich diese Krankheit weiter bekämpfe und auf Genesung hoffe, aber es war schon immer eine meiner Stärken, zu wissen, wann es Zeit ist, loszulassen. Und diese Zeit ist nun gekommen. Eins weiter, bitte. Ich möchte dich um einen letzten Gefallen bitten. Kümmerst du dich bitte um Eddie, wenn ich fort bin? Mein armer Junge mag sich stoisch geben, aber ich weiß, dass er leidet. Ich wäre so viel beruhigter, wenn ich wüsste, dass er noch eine Familie hat. Vielleicht könnte er den Kindern beibringen zu angeln. Er verbringt so gerne Zeit mit ihnen. Danke für deine Herzlichkeit und den Frieden, den du in mein Leben gebracht hast. Gib den Kleinen ein Küsschen von mir, ja? Carol. Das ist ja ein schöner Brief. So, jetzt, Wäre hier noch zwei. Oder? Ich weiß nicht. Haben wir da was bekommen? Auch so eine Figur? Nee, wir haben jetzt nur die Geschichte bekommen. Okay, na immerhin. Jetzt steht sie da. Ja, jetzt ist die Frage, willst du gerne die Rätsel noch lösen oder möchtest du weitermachen? Ich würde das gerne noch machen. Ich muss kurz leider husten. Entschuldigung. Okay. So. Of course. The goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember. Jetzt müssen wir aufpassen einfach. Ja. So, was haben wir hier? Bienenstock fallen lassen. Was ist das, die Geschichte hier? Moment, ich guck mal ganz kurz. Die Geschichte mit dem Frosch. The crafty goblins good deeds. The crafty goblins good deeds. Of course, the goblins had to... Gut, dann gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall ein Frosch. Das? Nee, die Party, die hatten wir schon. Das war das märchenhafte Türrätsel. Oh oh. Das hier? Nee, Pelikan. Weiß leider nicht, welche Geschichte das ist, die wir jetzt brauchen. Ich auch nicht. Help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Es geht doch um den Pelikan. Well, what did they do? You know, I don't really remember. Dann ist es doch der Pelikan. Warum? Die Pelikan-Geschichte. Weil der Pelikan in der Mitte ist, siehst du? Haha. Da. Da. Okay. Fängst du an? Ja, die Pelikan-Dame verzeiht den Kobolden. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald zwei listige Kobolde, die in ihrer Höhle unter einem großen Holzhaus lebten. Und in diesem lebte eine kluge Prinzessin, die ihnen so viel zu essen gab wie möglich, aber trotzdem hatten sie nie genug. So kam es, dass die Kobolde immer großen Hunger hatten. Eines Tages suchten sie gerade nach etwas Essbarem, als die fromme Pelikan-Dame auf einem Fels landete und aus ihrem Schnabel ein reiches Buffet holte. Wie die Kobolde wussten, war ihr Schnabel ein magischer Schnabel, der nie leer wurde. Da waren riesige Krabben. Sollen wir uns das merken? Krabben. Ja, es kommt aber eine ganze Liste. Ja. Bläuliche Garnelen, rosafarbene Kammusmuscheln, Kammmuscheln. Kammmuscheln, bräunliche Venusmuscheln. Kammuscheln. Lilafarbene stachelige Seeigel und sogar eine stachelige rote Seegurke.
Immer mehr Köstlichkeiten kamen zum Vorschein. Die Kobolde sahen zu, wie die Pelikandame eine Muschel verspeiste und sich dann schlafen legte. Ob sie etwas dagegen hätte, wenn wir ein wenig davon nehmen, fragte der Kobold. Ihr Schnabel wird doch nie leer. Ein paar Krabben wird sie wohl kaum vermissen, sagte die Koboldin und leckte sich über die Lippen. Sie waren sich also einig und schlichen hinüber, nahmen ein paar Krabben und liefen davon. Die Kobolde schlangen die Krabben hinunter, aber als sie fertig waren, hatten sie immer noch Hunger. Ein paar Garnelen wird sie wohl kaum vermissen, sagten sich die Kobolde. Sie schlangen auch die Garnelen hinunter, aber als sie fertig waren, hatten sie noch immer Hunger. Wie wäre es mit ein paar Kammmuscheln, fragte einer der Kobolde da. Die Kobolde schlangen also auch die Kammmuscheln hinunter, aber als sie fertig waren, hatten sie immer noch Hunger. Also holten sie noch ein paar Venusmuscheln, dann ein paar Seeigel und schließlich auch noch die Seegurke. Endlich waren sie satt, aber sie hatten auch alles verschlungen. Da wachte die Pelikandame auf und fragte, was ist mit meinem Essen passiert? Die Kobolde konnten sie nicht anlügen und gestanden den Diebstahl. Die Pelikandame war entsetzt, aber sie hatte ein großes Herz und sah ein, dass die listigen Kobolde noch jung waren und viel essen mussten. Kobolde, sagte die fromme Pelikandame, ich teile mein Essen gern mit euch, aber als Gegenleistung müsst ihr mir meinem Beispiel folgen und auch bereit sein, anderen etwas zu geben. Wenn ihr euch das zu Herzen nehmt, erlasse ich eure Schuld. Aber wir haben doch gar nichts zu geben, erwiderten die Kobolde. Ihr habt flinke Hände und gute Herzen, sagte die Pelikandame. Da verstanden die listigen Kobolden, dass sie tatsächlich viel zu geben hatten und sie verbrachten den restlichen Tag damit, den anderen Waldbewohnern zu helfen. Sie fanden den stattlichen Elch, den es an einer Stelle am Rücken juckte, die er schlecht erreichen konnte. Also kletterten sie an ihm hoch und kratzten ihn. Als nächstes halfen sie dem alten Bären, Honig aus einem Bienenstock zu holen. Sie kletterten auf den Baum mit dem Bienenstock und ließen ihn fallen, sodass er aufbrach. Und schließlich trafen sie die Prinzessin, die wegen etwas weinte, worüber sie nicht reden wollte. Also umarmten sie sie einfach und blieben bei ihr, bis es ihr etwas besser ging. Als sie fertig waren, gingen sie wieder zur frommen Pelikandame zurück. Hat es sich gut angefühlt, anderen zu helfen? Fragte die Pelikandame. Ja, sagten die Kobolde. Das freut mich, sagte die Pelikandame. Jeder hat manchmal ein Problem, mit dem er nicht allein fertig wird. Aber wenn jeder hilfsbereit ist, ist immer jemand da, der helfen kann, wenn es nötig ist. Aber jeder Einzelne muss mitmachen. Sonst ist vielleicht einmal niemand da, wenn man selbst Hilfe braucht. Das verstanden die Kobolde und sie danken der frommen Pelikandame für das Essen und die Lektion. Natürlich hatten sie inzwischen wieder Hunger. Dieses Problem löste sich erst, als der stattliche Elch ihnen eines Tages das Fischen beibrachte. Aber das ist eine andere Geschichte. Und das ist die Geschichte, wie die fromme Pelikandame den listigen Kobolden vergab und ihnen beibrachte, was Nächstenliebe ist. Wer ist denn das? Die Pelikandame. Keine Ahnung. Ich dachte erst, die... Also den Bienenstock sollen wir fallen lassen, ne? He broke open the beehive for the bear. Ja. Dann hat der... dem Elch den Rücken gekratzt. Der Buller für den Elch ist unten, genau. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. Dann hatten wir der Prinzessin, die hatten wir umarmt. Ja, das war's schon. Das war's. Gut. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. So? Ja. Das Pelican Crossing ist eine hochwertige Geschenkboutique nahe des Aushia-Gletschers, die sich sowohl an Touristen des Gastineau-Kanals, als auch an Einwohner von Dallas Crossing richtet. Unser hochqualifiziertes Produktsortiment umfasst Accessoires für das eigene Zuhause, handgemachte Andenken, personalisierte Bekleidung und lokal hergestellte Kunst. Das Pelican Crossing wird als erstes Geschäft zwischen der lebhaften Kunst- und Handarbeitsszene und den Endkunden vermitteln. Neben einer großen Auswahl an handgefertigten Produkten werden Kunden sich an dem freundlichen und kompetenten Kundenservice von Tessa Vecchi, Mitarbeiterin des Vecchi-Ladens und der Nachwuchskünstlerin Mary Ann Ronan, erfreuen können. Unser Businessplan ist darauf ausgelegt, Finanzmittel in Höhe von 20.000 US-Dollar für den Kauf von Lagerbeständen und zur Deckung der
Ausgaben im ersten Betriebsjahr zu erhalten. Im ersten Jahr soll die Gewinnschwelle erreicht werden und für das zweite Jahr ist ein Moderatorgewinn geplant. Moderator? Moderator. Ich arbeite in der Zusammenfassung unseres Businessplans. Was hältst du davon? Tessa. Okay, das ist Tessa. Also die wollten was zusammen machen. Hm? Und dann hat wahrscheinlich irgendwer, dann haben die Kinder sie beklaut. Und dann hat sie gesagt, hingesagt. Kein Problem, mach mal dem Jack, kotz dir mal den Rücken. Ja. Und umarm mal deine Mama. Noch zwei. I'm totally blanking on that story. The old bear's gift for again. Why don't we open up the book and check? Okay. The old bear's gifts for the princess. Gott, so viele Geschichten hier. Mm-hmm. The Bear's Big Paws? Ich glaube, das ist es nicht. Bear Was? The Princess. Ja, vielleicht. Das sieht so ähnlich aus wie unser Bild. Mhm. Mm-hmm. Okay, ich versuche einmal ein bisschen schneller zu lesen, ja? Mhm. Der Bär und die Prinzessin. Es war einmal im uralten und tiefen Wald ein alter Bär am Ufer des Flusses, der Jagd auf die Lachse machte, die zu ihren Laichgründen unterwegs waren. Gerade als er ein besonders fettes Exemplar in seiner Pranke hielt, hörte er den Hilferuf einer jungen Frau. Kurz dachte er darüber nach, einfach seinen Lachs zu fressen, doch schon schrie sie abermals und der Bär machte sich auf, der Sache auf den Grund zu gehen. Es dauerte nicht lange, bis er auf die Prinzessin traf, die sich an den Wipfel des Baums klammerte, während unten ein Wolf hungrig seine Kreise zog. Für gewöhnlich würde sich der alte Bär in eine solche Angelegenheit nicht einmischen. Schließlich war auch er ein Raubtier und verstand den Drang des Wolfes, auf die Jagd zu gehen. Doch als er die Prinzessin sah, war er von ihrer Schönheit verzaubert und wusste, dass er helfen musste. Mit wildem Gebrüll stellte sich der Bär auf seine Hinterbeine und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Der Wolf knurrte und schnappte in seine Richtung, doch der Bär brüllte abermals und der Wolf machte sich mit dem Schwanz zwischen den Beinen ins Dickicht davon. Ich noch? Der alte Bär ließ sich wieder auf seine Vorderpranken fallen und blickte zu der Prinzessin auf. Sie erwiderte seinen Blick voller Furcht. »Du kannst herunterkommen«, sagte er. »Woher weiß ich, dass du mich nicht bloß gerettet hast, um mich dann selbst zu verspeisen?«, fragte die Prinzessin. »Diese Frage ist wohl nur gerecht«, gestand der alte Bär ein. »Aber ich verspreche dir, ich werde dich nicht fressen.« Okay, die Prinzessin hatte keinen Grund, dem alten Bären zu trauen. Doch der gütige Ausdruck in seinen Augen ließ sie langsam vom Boden herabsteigen. Als sie den Boden erreichte, sah der Bär sie einfach ruhig an, also vermutete sie, dass sie wohl heute nicht gefressen werden würde. »Vielen Dank«, sagte sie zu dem alten Bären. »Gerne«, sagte er. »Darf ich dich zurück nach Hause begleiten?« »Sicher«, erwiderte die Prinzessin. Und so wanderten die Prinzessin und der alte Bär gemeinsam durch den Wald und zurück zum alten Holzhaus. Nach diesem Tag fand die Prinzessin gelegentlich Geschenke vom Bären vor. Ein frisch gefangener Lachs, eine Handvoll reifer Beeren, ein frisch erblühtes Hasenglöckchen. Eines Frühlings flutete eine plötzliche Eisschmelze den Weg zum Haus der Prinzessin und der alte Bär kam, um sie auf seinem Rücken über den Fluss zu tragen. Der alte Bär begann darüber nachzudenken, dass die Prinzessin seine Gefährtin sein sollte. Schließlich hatte sie selbst keinen Gefährten und brauchte einen, und er könnte sie wärmen, ihr einen weitaus angemesseneren Bau bieten, ihr Fische fangen und sie vor den Wölfen beschützen. Sie wiederum würde sein Fell bürsten, Beeren pflücken, ohne sie zu zerquetschen, und diese eine bestimmte Stelle an seinem Rücken kratzen, die er einfach nicht erreichen konnte. Und so, wie er sich um die Kobolde kümmerte, würde sie seinen Jungen eine ausgezeichnete Mutter sein. Ja, das geht ja nicht. Jetzt bin ich. Eines Tages erschien der Bär mit einem aus Fichtenzweigen geflochteten Ring und bat die Prinzessin um ihre Hand. »Verzeih mir«, sagte die Prinzessin, »du bist ein sehr guter Freund und ich weiß alles zu schätzen, was du
für mich getan hast. Doch heiraten kann ich dich nicht. Du bist ein Bär, ich bin eine Prinzessin. Es würde nie funktionieren. Der alte Bär war schwer betrübt. Können wir immer noch Freunde sein? Fragte er. Wir werden immer Freunde sein, sagte die Prinzessin. Doch ich werde dich niemals heiraten. Der alte Bär und die Prinzessin führten ihre Freundschaft fort, und nach einem Jahr hielt er abermals um ihre Hand an, und sie lehnte abermals ab. Ein Jahr später geschah es ebenso, und ein weiteres Mal ein Jahr darauf, so dass die Prinzessin schließlich sprach: Alter Bär, du bist mein treuer Freund, und ich weiß alles zu schätzen, was du je für mich getan hast. Aber lieber ließe ich mich von den Wölfen fressen, als dich zu heiraten. Und so wird es immer sein. Ich habe alle Hände voll zu tun mit den zwei Kobolden, die unter meinem Haus leben. Und sie sind alles, was ich brauche. Der alte Bär war von ihren Worten tief verletzt, doch endlich unterließ er seine Anträge. Die beiden blieben Freunde, und er schenkte ihr weiterhin noch frisch gefangene Lachse, reife Beeren und frisch erblühte Hasenglöckchen. Doch nie wieder bat er sie um ihre Hand, so gerne er es auch getan hätte. Und das war die Geschichte davon, wie sich die Prinzessin mit dem alten Bären anfreundete und wie sie ihn zurückwies. Das ist die Geschichte mit dem Sam. Mhm. Okay, also Lachse, genau. Bären. Also hier unten sind die Lachse, ne? Mhm. Fresh caught salmon. Genau, dann die Beeren. Sind das die Beeren? Ja, ich denke. Some roses maybe? Nee, keine Rosen. Nee, das ist, das mache ich wieder zurück. Guck mal links, da sind vielleicht andere Beeren. Hier unten oder ist so ein... A newly bloomed blueberry. Ja, Hasenglöckchen. Das war's, genau. Ja. Und jetzt noch die Beeren irgendwo. Vielleicht unten links. Oder das. Ah, nee. Nee, Haselnüsse waren's nicht. Maybe not. So, hier unten haben wir noch. A handful of ripe berries. Ja. Super. Wir haben's. Nice. Jetzt kommt der Bär von dem Sam, der Brief von dem Sam wahrscheinlich. Der Bär von dem Brief. Ach. Ja, der Sam-Brief. Ja. Ja? Oh, Gefängnis. Nee. Siehst du? Ja. Tut mir leid, dass ich dir einen Zettel unter die Tür schiebe, als säßest du im Gefängnis. Geht es dir gut? Ich war diese Woche kurz da und habe ein paar Mal geklingelt, aber du hast nicht reagiert. Ich konnte das Licht auf dem Speicher sehen, also dachte ich, dass du da bist, aber nicht reden willst. Ich hoffe, ich habe nichts versaut. Ich habe mir da wahrscheinlich ziemlich viel rausgenommen, aber die Sache ist die. Ich habe einfach keine Ahnung, wie ich mit einer Frau wie dir reden soll. Du bist stark und gutherzig und du weißt so unheimlich viel, dass ich kaum hinterherkomme. Ich glaube, das alles ist mir zu Kopf gestiegen. Aber ich wollte dir sagen, dass ich dich verstanden habe. Ich werde mich dir nicht mehr aufdrängen und es braucht sich niemand schlecht dafür zu fühlen. Wir können uns auf der Straße begrüßen oder nicht. Das ist in Ordnung. PS, ich habe gemerkt, dass dein Auto ein Leck hat. Also habe ich es mal etwas, habe ich es mit etwas Dichtungsmitteln geflickt. Na sag mal. Du solltest es aber vielleicht trotzdem in die Werkstatt bringen. Sag Bescheid, wenn du möchtest, dass ich mitkomme, weil die Typen ab und zu versuchen, einen abzuzocken. Wenn nicht, kein Problem, Sam. Ah ja, okay. Haben wir es jetzt? Noch eins. Okay. Das dann letzte. Machen wir das noch und dann... Crafty Goblin's Loot. That's from the princess and the two thieves. Mhm. Ah, das hatte ich gelesen. And I distinctly remember drawing that cake, which is arguably the best part of that illustration. All right, Picasso. And you probably remember what the goblins stole in that story, huh? Okay, also das hatte ich irgendwo gesehen. Da. Ja. Juhu, eine Geschichte. Und vier Seiten, toll. Juhu. Ich? Fange an. Die Prinzessin und die zwei Diebe. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebte. Das Haus war aus massivem Holz gebaut, das aus dem Wald stammte und der Prinzessin Wärme und Geborgenheit schenkte. Die Prinzessin wurde nicht im Wald geboren, doch sie sprach nie davon, wo sie hergekommen war, denn das brachte sie immer zum Weinen. Sie hatte nicht viele Freunde, aber so gefiel es ihr am besten. Der Wald war groß und sehr tief und viele Pfade führten zu ihrem Haus, aber es kamen nur wenige Besucher vorbei. Die Prinzessin war glücklich darüber, in dem großen Haus, das versteckt im großen Wald stand, in Ruhe gelassen zu werden. Sie wusste, dass sie von dem reichen Angebot des Waldes leben konnte, sie den Wald aber dafür respektieren musste. Also nahm sie nur so viel, wie sie brauchte, und für eine lange Zeit
verbrachte sie in dem großen Holzhaus ein schönes Leben. Oh. Weiter. Ja, eines Tages im Winter, als die Erde unter einer dichten Schneedecke lag und schwere Eiszapfen von den Ästen hingen, merkte die kluge Prinzessin, dass aus ihrem Haus Essen verschwand. Zunächst war es nicht viel, nur ein paar Früchte, Nüsse und Eier, die über Nacht verschwanden. Vielleicht waren es Vögel, sagte sie sich, oder Mäuse. Und eine Zeit lang akzeptierte die Prinzessin die verschwundenen Lebensmittel, denn der Winter war lang und die Kleintiere mussten auch etwas essen. Aber dann verschwanden plötzlich auch kleine Gegenstände, Löffel und Teller, Gabeln und Messer und Decken. Ständig schien etwas aus dem Teil des Hauses zu verschwinden, in dem sie gerade nicht war. Das können keine Vögel oder Mäuse sein, sagte die Prinzessin da. Ich glaube, hier gibt es einen Dieb. Also ging sie nach draußen, suchte Spuren im Schnee, lauschte nach Geräuschen, die der Wind hertrug, aber sie konnte nichts finden oder hören. Wie seltsam, sagte die Prinzessin. Vielleicht versteckt sich der Dieb ja in meinem Haus. Also suchte sie viele Tage lang, guckte hinter Vorhänge, unter dem Bett, im Speicher, im Kamin, hinter Balken und unter Teppiche, aber sie konnte nichts finden. Während ihrer Suche verschwanden jede Nacht immer mehr Lebensmittel. Ich werde einen Kuchen backen, überlegte die Prinzessin. Einen großen Kuchen aus allen Eiern, Früchten und Nüssen, die ich habe, sodass ich nur noch eine Sache bewachen muss. Und sie verbrachte den ganzen Tag damit, aus all ihren Vorräten einen Kuchen zu backen. Der fertige Kuchen war so groß, dass sie ihn kaum heben konnte. Wenn ich auf diesen Kuchen gut aufpasse, überstehe ich den Winter, sagte sie. Also brachte sie am Ofen ein Schloss an und sperrte den großen Kuchen ein. Doch am nächsten Morgen war das Schloss aufgebrochen und der Kuchen verschwunden. Das brachte die Prinzessin erst einmal zum Weinen, denn der Kuchen war alles, was ihr zum Ende des Winters zum Essen blieb. Aber dann sah sie winzige Fußspuren im verschütteten Mehl und folgte ihnen zu einer versteckten Luke im Fußboden. So merkte die Prinzessin, dass zwei Diebe direkt unter ihrem Haus lebten. Aha. Gut, und jetzt muss man einfach gucken, wie ich den... Also sie hatten, glaube ich, Löffel gestohlen. Ach so, aber hier ist doch irgendwie... sollen wir alles... Okay, ja, da oben ist ein Löffel. Ja. Dann hatten die auch einen Teller. Was ist das da oben? Weiß ich nicht. Seife? Did they steal candy? Nee, Süßigkeiten hatten die nicht geklaut. Maybe not. Dann aber ein Apfel oder maybe they took some of the princess's fruit. War das Frucht? Weiß ich nicht, müssen wir noch gucken. Auch nicht. Okay. I'm pretty sure they stole some eggs. Ja. Ach so, okay. Gut. Klappt. I wondered where that drawing went. She said it was her favorite and then one day it just disappeared. Du bist die beste Mama auf der ganzen Welt, die schönste Prinzessin. Oh, ist das schön. Mhm. Ja, jetzt haben wir aber wirklich alles, oder? Ja. Steht sie auch wieder an der Luke. Ja, okay. Das war's. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt, weil jetzt steht hier nichts, weil wir hatten ja einen Absturz nochmal und mussten ja was nachspielen. Das heißt, wir können hier ein paar Sachen schon mal hinstellen und gucken, was uns fehlt. Das geht ja schnell. The Mad Hunter, always on the princess's trail. Ja, vielleicht kommt da noch was. Ach so. Gold Lady stays locked up in her castle. Back in your pond, Big Frog. We'll let the mangy muskrat have his rock back. The Ice King goes in the forest, obviously. There you go, stalwart Moose. Also hier fehlen zwei und auf der anderen Seite drei, ne? Fünf. Mhm. Ein bisschen viel, glaube ich. Tja. Ja, ist jetzt halt so. Ihr könnt das Spiel ja auch selber spielen, wenn euch das nicht gefällt. Genau. Das gilt sowieso immer. You really wanna go? You sure we've seen everything? Ich denke, wir haben jetzt wirklich alles gesehen. Ja. Du? Ja. Either way, I'm ready for this to be over. Me too. Hey, oh. So, Loris, ich bin froh, dass wir so weit gekommen sind und jetzt geht's weiter bei der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, wir haben jetzt so schön die Märchen gelesen, es war eine richtig gemütliche Märchenstunde, es wird ja auch kälter und es wird Herbst.
von der Paste ist. Ach so, und ich gucke das Video im Frühling, ich weiß nicht, was du meinst. Okay, dann guckst du es im Frühling. Okay, also dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja. Tschüss.